Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute geht meine Videoreihe weiter, die Sammlungsreihe. Es ist wieder Samstag, der Sammlungssamstag. Und heute geht es um Concealer und Foundation. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich fasse das zusammen, weil ich das tatsächlich auch in meiner Box zusammengefasst habe. Ich habe die ganzen Geschichten aufbewahrt in diesen IKEA-Boxen, die sich in meinen IKEA-Billy-Regalen hinter mir befinden, weil ich einfach ein extremer IKEA-Fan bin. Ja, ich sitze auf einem IKEA-Stuhl vor einem IKEA-Schreibtisch mit IKEA-Schränken in einem Zimmer. Irgendwann wird IKEA auch noch Häuser verkaufen und ich denke, ja, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wenn ich mir ein neues Haus kaufe. Nein, keine Ahnung, aber ich bin ein totaler IKEA-Fan. Nicht gesponsert, leider. So schauen meine Concealer und Foundation-Sammlungsgeschichten aus. Ich habe das ziemlich im Übersichtliche drin sortiert. Das heißt, hier vorne sind meine Concealer drin. Die habe ich in so Einsätzen. Die habe ich von Rossmann gekauft, aus der Ideenwelt. Genau, die kann man sich so zurecht brechen, sage ich mal. Und hier oben habe ich dann meine Foundations. Ich habe heute extra ein Oberteil angezogen, in dem ich, wenn ich vor euch sitze, so aussehe, als wäre ich nackt, weil ich möchte tatsächlich das alles auf meinem Körper swatchen. Ja, dann sieht man ja auch immer, wie gut die Farbe passt und wie sie dann ja quasi aussieht auf meiner Haut. Ich habe hier als Foundations, BB-Creams und Foundations drin. Natürlich, ja, ich habe zu viel. Ich habe so viel, dass ich es im Leben nicht aufbrauchen könnte. Aber dafür habe ich nun mal auch hier ein ganz besonderes Hobby, nämlich YouTube. Ich zeige euch die Produkte, ich teste Produkte, ich bekomme Produkte zugeschickt, ich habe Produkte in Abo-Boxen drin und so weiter. Und es ist ja nicht so, als würde ich in meiner Sammlung Produkte haben, die ich doof finde, sondern ich habe da die Produkte drin, die bei mir auch wirklich funktionieren. Und dementsprechend, keine Ahnung, habe ich mich verliebt und sie sind in die Sammlung eingezogen. Was bei mir nicht wirklich funktioniert, zeige ich euch ja auch gerne in meinen aussortierten Videos. Ich spende die Produkte oder gebe es in Trash-Paketen weiter oder gebe es an Freunde und Familie weiter. Dementsprechend macht ihr keine Sorgen. Ich habe keine Kaufsucht. Ich ersticke nicht in Produkten. Ich habe alles organisiert und bin da auch wirklich tatsächlich sehr, sehr organisiert, weil ansonsten würde wahrscheinlich mein Freund mir auch einen Kopf abreißen. Ja, genau. So, wir starten einfach mal und ich mache das auch wirklich bunt gemischt. Ich werde ja auch versuchen, die Preise einzublenden und auch wie beim letzten Video am Ende des Videos den Wert der ganzen Produkte, die sich bei mir befinden. Genau, beziehungsweise ja zwischendrin erst von den Foundations und dann von den Concealern. Wir schaffen das. Ich starte einfach mal hier mit der Smart Hydrating Foundation von Kiko. Das ist diese hier. Das ist eine Tube mit 30 Millilitern. Das ist eine Foundation. Finde ich okay. Haut mich nicht vom Hocker. Fand ich in der Anwendung, ich habe sie im Sommer angewendet, ziemlich cool. Also da hat sie auch gut funktioniert. Und jetzt schauen Sie mal. Jetzt schauen wir mal, wie die Farbe jetzt im Winter passt. Die kann man sich auch schön dosiert rausnehmen, weil sie halt auch einfach eine Tube ist, ne? Wie fange ich an? Das habe ich übrigens von Maxim Giacomo abgeschaut. Der hat es letztens auch gemacht. Fand ich voll geil. So. Ein Swatch. Natürlich müsste man das alles auch immer noch ein bisschen ausblenden, ne? Farblich hat die so einen gelben Unterton. Die hat jetzt keine extrem hohe Deckkraft. Das ist alles irgendwie im Rahmen, sage ich mal. Ne? Ich finde sie ganz schön. Ich blende das jetzt auch mal so ein bisschen. Warum eigentlich nicht? Ich finde auch, dass jetzt im Winter die Farbe passen würde. Also da ist überhaupt kein Problem. Ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist. Warm Rose 01 habe ich tatsächlich sogar genommen. Ich war mutig. Und da man sie halt nicht so wirklich hier sieht, ist es auch ein sehr passender Farbton, ne? Cool. Ich persönlich mag auch am liebsten, wenn Foundations einfach Feuchtigkeit spenden sind, Glow geben und jetzt nicht zu deckend sind. Also ich mag das, wenn man Haut noch sieht, wenn man halt nicht zu krass geschminkt aussieht. Das bietet zum Beispiel auch die Foundation, die ich jetzt gerade im Gesicht trage, und zwar von Estee Lauder, die Double Wear Stay in Place Make-up Foundation. Die habe ich in der Farbe, ja, 10, 1N1 Ivory Nude, genau. Hierzu habe ich leider gar keinen Pumper und nichts. Also ich habe sie jetzt heute das erste Mal verwendet, finde sie sehr, sehr schön, finde sie aber ein bisschen trocken, was aber auch vielleicht am Primer liegen mag, den ich mit dieser Foundation heute verwendet habe. Ja, die ist von der Farbe her auch tatsächlich ähnlich wie die von Kiko, nur noch ein bisschen heller. Man sieht die Swatches auch nicht allzu gut, weil ich wäre jetzt dämlich, wenn ich richtig viel Produkt dahin knallen würde, finde ich. Ich mache das immer nur leicht, weil ich packe mir auch nicht 10 Schichten Make-up drauf, ne? Man muss ja auch realistisch bleiben. Und auch die Farbe passt ganz gut. Also ich finde sie auch heute sehr, sehr schön und farblich somit die passendste Foundation, die ich tatsächlich besitze. Genau. Und ja, so ist das.
Eine Foundation, die mit meine Lieblingsfoundation ist, ist die von Zoeva. Das ist die Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Die finde ich so klasse. Die spendet dir Feuchtigkeit, die lässt dein Gesicht strahlen und richtig glowy aussehen. Kommt hier mit einem, ja, nicht ganz so sauberen Pumpspender daher. Und sie ist so halbwegs flüssig. Also sie ist schon so, dass sie jetzt nicht am Finger runterlaufen würde. Vielleicht, wenn ich ganz lange den Finger senkrecht halten würde. Aber sie ist jetzt nicht so, sie läuft hier nicht weg. Ne? Das ist auch schon mal ganz interessant. Die hat auch eher so einen olivgräulichen Unterton tatsächlich. Ne? Hier habe ich jetzt ein bisschen mehr geswatcht. Sieht man jetzt echt nicht so gut. Ne? Aber es ist halt, weil ich meine Foundations passend zu meiner Haut habe. Hm. Die ist tatsächlich auch nicht so extrem deckend, aber sie hat eine schöne Deckkraft. Das heißt, meine Haut scheint noch durch, meine Muttermale scheinen noch durch, aber es sieht halt alles irgendwie aufgeräumter im Gesicht aus und das finde ich sehr angenehm. Sie hält extrem lange, also die hält dir den ganzen Tag und das gefällt mir auch richtig gut an dieser Foundation. Ah, ja, ein absolutes Herzensprodukt und sie ist einfach auch preislich extrem erschwinglich. Ne? Sie ist jetzt schon aus dem Bereich High-End, aber nicht so High-End und ich kann es niemals im Leben bezahlen. Eine sehr, sehr leichte und wundervolle Foundation, die ich jetzt gerade im Winter auch wieder für mich entdeckt habe, ist von Maybelline die Dream Urban Cover Full Coverage Lightweight Protective Makeup Up Foundation mit Lichtschutzfaktor 50. Die hatte ich mir im Sommer gekauft, weil Lichtschutzfaktor 50 mega geil. Da war die mir aber tatsächlich sogar ein bisschen zu hell. Jetzt im Winter, sieht ja auch wirklich richtig hell aus, ne? Aber sie ist halt wirklich lightweight. Jetzt im Winter passt sie unfassbar gut. Also sie ist extrem hell, aber sie lässt sich halt schnell ausblenden und verbindet sich auch wundervoll mit meiner Haut. Die sieht nicht trocken aus, die macht wirklich viel Schönes, ist aber richtig klasse. Ich habe die in der Farbe 100 Warm Ivory. Eine super flüssige Foundation, die ich besitze, ist von Love die Even Elixir Serum Foundation. Ich meine, ne, allein, dass es eine Serum Foundation ist, sagt uns ja schon, Leute, Achtung, Achtung, ne, sie ist schon flüssig. Ich habe die in der Farbe 10 Ivory Elegance und die ist so flüssig, dass du die auch wirklich hier mit einer Pipette rausnimmst und ja, die ist halt richtig flüssig. Meine Pipette ist ein bisschen hinne, ein bisschen kaputt war die von Anfang an, aber ich liebe diese Foundation. So, dann gebe ich mir ein bisschen was hier auf den Finger und die ist so flüssig, die läuft dir echt hier so weg, ne? Das muss man wirklich bedenken. Hat aber einen schönen Ton. Also die hat jetzt wirklich einen eher wärmeren Unterton, aber die ist super leicht. Also man sieht sie kaum, ne? Sie ist da, aber sie ist so schön. Ich mag die. Und die lässt sich halt so toll aufbauen. Die ist auch wirklich wie eine zweite Haut. Da merkst du nichts von, die kriecht hier nirgendwo in irgendwelche Fältchen rein oder so, weil die einfach so sanft zu dir ist. Die fließt richtig einfach so übers Gesicht und lässt sich wundervoll einarbeiten und ist einfach so klasse. Ja, die ist jetzt nicht irgendwie glowy oder sowas. Es ist einfach nur ein bisschen Deckkraft, ein bisschen das Gesicht ebnen, anebnen, wie auch immer, ne? Anebnen, ausebnen, dafür ist es eher so gemacht und ja, ich finde sie richtig klasse und sie passt auch sehr schön zu meinem Hautton. Das hier ist so ziemlich der Klassiker, den ich auch gerne verwende, den habe ich auch schon ein, zweimal leer gemacht. It Cosmetics Your Skin But Better CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream and Anti-Aging Hydrating Serum. Genau, das ist die Farbe Medium, liebe ich im Sommer, weil die halt auch diesen hohen Lichtschutzfaktor hat, die ist ein bisschen dunkler als die Maybelline Urban Cover Geschichte. Ist auch wieder sehr, sehr fest, ne? Und ja, passt auch sehr, sehr schön. Hat halt auch eher so einen gelben Unterton, aber sie ist halt medium. Und die Deckkraft ist ziemlich gut. Also das ist eine ordentliche Deckkraft. Das ist schon, ne, sieht man auch, glaube ich, weil ich habe hier tatsächlich zwei Muttermale. Die werden damit halbwegs abgeschwächt, würde ich mal so sagen. Aber sie verschwinden nicht. Das ist halt auch ganz schön und ja, ne? Mag ich auch sehr, sehr gerne. Eine relativ neue Foundation, die bei mir eingezogen ist, ist diese hier von Urban Decay, die Naked Skin oder Stay Naked Weightless Liquid Foundation. Habe ich in der Farbe 10NN. Die ist irre hell. Die ist richtig hell. Aber für den Winter ist die richtig gut bei mir, weil ich bin einfach hell. Das wirst du auch gleich sehen. Also auch die hat einen Pumpspender. Also die ist fast weiß. Ne? Als ich die aufgetragen habe, habe ich auch gesagt, meine Güte, ich sehe aus wie eine Leinwand. Und jetzt neben dieser dunklen Foundation wirkt es natürlich auch total großartig. Aber sie ist halt wirklich sehr schön, auch im Gesicht. Ne? Sie sieht wunderbar aus. Und wenn du da dann halt auch Bronzer und sowas drüber machst, dann
verbindet sich das alles auch ganz gut, aber sie passt schon zu meinem Hautton, gerade in meinem Gesicht, weil ich bin einfach richtig hell. Was soll ich machen, ne? Aber ja, man sieht schon diese unterschiedlichen Shades, die es so gibt in meiner Farbauswahl von Foundations. Das ist schon ziemlich krass, weil ich nehme ja fast immer die hellste Farbe, ab und zu auch mal Medium, aber ne, das finde ich sehr interessant. Die Foundation lässt schon zu, dass dein Gesicht noch irgendwie nach Leben aussieht. Das heißt, sie mattiert halt nicht so todmäßig ab. Also das ist einfach Leinwand, aber lebendige Leinwand. Hier haben wir von M. Asam aus dem Adventskalender Magic Finish. Das sind 10 Milliliter hier drin. Das ist dieses Mousse Make-up, was sich ja so gut wie jedem Hautton anpasst und keine Ahnung, so ein ultra krasses Hupsala Finish machen soll. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Habe ich noch nicht im Gesicht verwendet, habe ich bislang nur geswatcht und ja, okay, gut, wenn ich das hier so einblende, gerade erstmal geswatcht und dann, Mist, das ist ganz schön dunkel. Aber gut, wenn ich die hier so einblende, verbindet sie sich echt extrem mit der Haut. Also da habe ich jetzt ungefähr einfach nur einen Fleck so, ne? Genau. Muss ich noch testen, wird noch eingehend im Gesicht getestet. Eine Foundation, die ich richtig cool finde, ist die Velvet Touch Foundation von Marlowe Wills. Das ist diese hier. Die 30 ml sind hier drin. Das ist ein luxuriöses, samtiges Creme-Make-up für einen makellosen Ton. Ja, habe ich tatsächlich auch schon mal getestet und fand ich richtig klasse. Hat hier auch so einen Pumper, womit das rauskommt. Das ist irgendeine Farbe. Gefühlt hat es eine Farbe, aber irgendwie steht hier nichts drauf. Ist das 05B32? Keine Ahnung. Swatche ich mal hier. Die hat eine etwas höhere Deckkraft tatsächlich, ist aber halt einfach ein bisschen heller, ne? Sodass es dann auch ein bisschen besser zu meiner Haut passt und hat einen etwas gelbstichigen, wärmeren Unterton. Aber ich finde, dass es auch sehr passend zu meiner Haut ist. Und ich erinnere mich noch dran, dass sie sehr, sehr cremig war. Die ist ziemlich deckend tatsächlich. Also die verwende ich ganz gerne, wenn ich etwas mehr Deckkraft brauche, was ich sehr interessant finde, ne? Weil das ist, ich glaube, sogar eine Naturkosmetikfirma, die Marlowe Wills Firma, genau, ist hier in einem Glasflakon und finde ich auch extrem schön, hat mir auch richtig gut gefallen, als ich die das ein oder andere Mal verwendet habe und sie fühlt sich auch richtig schön an, das muss ich auch dazu sagen. Ja, farblich, ne, siehst du ja, reiht sich interessanterweise ein, ist aber halt tatsächlich somit die deckendste Foundation von dem, was ich hier so gerade trage. Auch eine richtig tolle Foundation, wo gerade sich der Deckel löste, ist von Physicians Formula, diese hier. Meine Herren, ist die hübsch, oder? Da finde ich allein die Verpackung schon richtig toll. Nude Wear Foundation in der Farbe Light. Muss ich erstmal schütteln, sonst verfälscht das Ergebnis. Ist auch wieder sehr, sehr flüssig und eine sehr angenehme Foundation. Die habe ich im Sommer auch gerne getragen. Kommt in einem Pumpspender und ist auch wirklich wieder eine flüssige, aber natürlich jetzt nicht so wie die Even Alexia Serum Foundation. Aber es ist schon flüssig, muss ich sagen. Aber sie lässt sich halt auch schön auf der Haut verblenden, einarbeiten und fühlt sich sehr samtig vom Finish an, ne? Das muss ich auch wirklich sagen. Und es ist eine Nude Wear Foundation, die einen leicht rosigen Unterton hat, aber sehr, sehr angenehm. Also damit sieht man wirklich gesund aus und die trage ich auch wirklich gerne. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass die Zoe war so ziemlich die am dunkelsten trocknende ist. Also wenn ich die jetzt wieder hier hochblende, weil ich hatte hier ein bisschen mehr Produkt verwendet, wird die wieder so leicht olivmäßig. Aber wenn die dann trocknet, wird die sehr, sehr dunkel. Nicht warm, ne? Das finde ich auch sehr interessant. Das ist schon interessant, das jetzt mal wirklich komplett alles nebeneinander zu swatchen, Leute. Als nächstes habe ich noch eine BB-Cream und zwar von Clinique, die Age Defense mit Lichtschutzfaktor 30. Das ist diese hier in Shade 02. Genau. Hier haben wir 15 ml drin und das ist ein Produkt, was halt auch wirklich so ein bisschen deckender ist. Also für eine BB-Cream ziemlich deckend. Die kommt auch sehr, sehr fest hier raus. Also ich nehme auch nur ein bisschen, weil ich möchte ja nur swatchen, ne? Sehr, sehr fest, aber sehr, sehr schön. Die trage ich auch sehr gerne. Ich hätte die im Sommer auch gerne getragen. Da war die mir aber zu hell. Und warum? Weil sie mir im Winter super passt. Ist halt sehr cremig. Die ist, also sieht man auch nicht so viel von, aber man sieht es doch ein bisschen, glaube ich, oder? Ich hoffe. ja, auch wieder sehr hell, schön auszublenden und mit einer leichten Deckkraft, die einfach ein bisschen perfektionierend ist. Bei einer BB-Cream erwarte ich aber auch keine hohe Deckkraft, muss ich gestehen. Eine Foundation, die ich super schön finde, ist diese hier von Nude by Nature. Das ist so eine klasse, tolle, wundervolle
wunderhübsche Foundation, die einen Namen Classic Beige. Das ist die Flawless Liquid Foundation, genau, in der Farbe N2 Classic Beige. Oh, die ist schön. Die ist hell. Also jetzt quasi für mich eher eine Winter Foundation. Aber die ist so schön. Die lässt auch die Haut noch Haut sein. Und, ne? Ich blende die jetzt hier mal ein bisschen mehr aus, weil so sehe quasi das Swatch aus. Aber das ist ja ein bisschen viel, ne? So viel trägt man ja nicht auf einer Stelle. Aber die lässt deine Haut schön erscheinen. Die macht alles so ebenmäßig und flawless. Es ist wirklich, oh, eine schöne Geschichte. Die musst du auf jeden Fall mit einem Schwämmchen auftragen, weil ansonsten, ja, kriegst du da halt richtig die Streifen rein, aber sie passt sich fast schon dem Hautton an. Also wenn ich die jetzt auch mehr verreibe und ein bisschen warte, dann dunkelt die halt echt nach, ne? Das siehst du auch wahrscheinlich jetzt. Das ist sehr interessant, ne? Also eben hatte ich da einen weißen Fleck und jetzt habe ich das ebenmäßig mit der Haut zusammen. Es gibt einen leichten Glow und das ist echt schön. Also eine geile Foundation und die wird jetzt im Winter noch ein paar Mal zum Einsatz kommen. Als nächstes habe ich eine recht neue Foundation, das ist die Born This Way Foundation von Too Faced, die ich richtig klasse finde. Also die mag ich unfassbar gerne. Ja, die ist aber ein bisschen dunkel für Winter. Das ist die Farbe Vanilla, kommt auch wieder mit einem Pumpspender. Und ja, da bin ich aber selber mit dabei, ne? Ich habe mir die Farbe Vanilla ausgesucht, ist aber eher für den Sommer für mich geeignet, weil sie dann doch etwas dunkler ist oder gelbstichiger, wie auch immer, wärmer. Aber sie macht so einen schönen Glow auf die Haut. Die fühlt sich so schön an und lässt sich so schön verblenden. Ich mag die unheimlich gerne. Ha. Es ist einfach Too Faced, ne? Too Faced und ich. Beziehungsweise es ist ja irgendwie noch eine einseitige Liebe. Vielleicht entwickelt sich das ja mal in beide Seiten. Man weiß es nicht, ich hoffe. Auf jeden Fall liebe ich diese Foundation. Ich liebe die Produkte von Too Faced allgemein. Aber das ist auch eine richtig klasse Foundation. Und den Concealer dazu verwende ich auch richtig gerne. Sie dunkelt halt ein bisschen nach, deswegen Sommerfoundation. Als nächstes habe ich hier, die ist richtig klasse, Judith's Easy and Fast Make-up. Hauttonanpassendes Make-up ist das quasi. Also die ist in keiner Farbe rausgekommen. Das ist Einheitsfarbe quasi. 30 ml sind hier enthalten. Und die kommt hier mit so einem Rausdrückvieh, also in einer Tube einfach. Und das ist wirklich hauttonanpassend. Also bei mir auf jeden Fall. Ich habe ein paar Videos dazu gesehen, die gesagt haben, nee, bei mir jetzt nicht so. Und ich suche gerade verzweifelt eine Stelle, wo ich es noch hinswatchen kann. Ich muss gleich wahrscheinlich einmal abschminken, was etwas schade wäre. Die kommt jetzt so auf den Swatch relativ dunkel rüber. Wenn ich sie aber weiter verblende, siehst du irgendwann nicht mehr so die Übergänge. Das heißt, es passt sich dem Hautton an, ne? Und es verbindet sich echt schön mit der Haut. Ich mag das richtig gerne. Und sie hält lange. Sie funktioniert bei mir echt gut. Und ich strahle damit echt gut. Ich kann darunter einen schönen Glow Primer verwenden. Zum Beispiel von Hau. Der einfach dadurch noch richtig die Strahlkraft hat. Weil das ist so, so leicht. Also du hast hier fast keine Deckkraft. Und auch fast kein, ne? Es ist einfach nur wieder so ein perfektionierendes Gedöns. Oh ja, eine Foundation, die auch tatsächlich etwas für den Winter bei mir ist, aber die ich auch richtig schön finde, weil sie halt so eine schöne Strahlkraft hat, ist diese hier von Maybelline. Die Fit Me Luminous and Smooth. Strahlend und ebenmäßig. Das ist für normale bis trockene Haut und ich habe aktuell tatsächlich trockene Haut und im Sommer halt eher so normale Haut. Das ist der Farbton 118 und die finde ich echt schön. Oh, weil die so luminous ist. Ich mag das ja, ne? Wenn das alles so mit Strahlkraft und so kommt mit einem Pumpspender hier raus. Ne? Ist halt auch wieder ein bisschen gelbstichiger tatsächlich. Und die mache ich hier mal hin. Ich meine, die geht auch im Winter bei mir klar, tatsächlich. Da komme ich auch mit zurecht. Aber ne, da brauche ich dann halt ein bisschen mehr Puder drüber, damit es irgendwie sich besser miteinander verbindet und mein Körper halt auch dazu passt. Aber ja, ich mag die. Die macht so eine schöne Strahlkraft und glänzt und ach, macht viel Schönes im Gesicht, ne? Ja. Ich glaube, ich nehme mal die Kette ab, dann kann ich das nämlich zum Hals hoch noch weitermachen, weil nach unten hin machen wir das nicht, nie. Da seid ihr dann auf dem falschen Kanal, wenn das erwartet wird. So, hier habe ich die Eborian CC Cream. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Farbe habe, weil das hier ist die Farbe Doré, wenn das die Farbe Doré ist. Ich hatte sie auf jeden Fall schon mal. Das ist 15 ml hier drin. Und als ich die Eborian Cream damals mal hatte, fand ich die so schön. Aber ich glaube, Doré ist eher rötlich. Ich weiß es nicht. Sie kommt so raus und müsste sich ja dementsprechend dem Hautton etwas besser anpassen. Man weiß es nicht. Hat so kleine Kügelchen drin. Das sind so Farbpigmente, die aufplatzen dann quasi beim Auftrag. Das heißt, wir sind jetzt mal gespannt.
Oh, ich habe sie genauso in Erinnerung. Aber nicht so rot. Ui. Ich glaube, die ist ein bisschen rot. Aber ich werde es im Sommer auf jeden Fall mal probieren, ob das dann funktioniert, ne? Aber so erscheint sie mir doch sehr rot. Sehr, sehr warm, Claudia. Ist das eine Foundation oder ist es ein Unfall? Aber die hat halt eine schöne... Ich mag eigentlich die CC Cream sehr, sehr gerne. Also die normale, die ich schon mal hatte. Ich glaube, die hatte ich in Clear oder Light oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich habe mich da echt im Farbton verklickt. Das ist einfach so eine, eigentlich eine CC Cream, die alles wirklich Color Correcting macht. Also die macht alles so schön ebenmäßig und hat so eine schöne Strahlkraft. Und ist eigentlich so, so klasse. Deswegen ärgert mich das gerade. Aber wir gucken uns die mal im Sommer an. Oder ich ziehe sie beim Make-up-Lotto. Man weiß es nicht. Dann habe ich hier eine Korean Beauty ist das von Mizun. Multifunction Formulas Nail Repair Intensive BB Cream mit Lichtschutzfaktor 20+. Und das ist die Farbe Nummer 23. Die habe ich tatsächlich von YesStyle. Und ja, das ist eine wirklich, wirklich schöne BB Cream, weil die halt, wenn du so unreine Haut hast, dein Hautbild halt auch entsprechend bei Langzeitbenutzung verbessert. Das habe ich auch bemerkt, also wenn ich so Pickelchen habe und so und ich die BB Cream verwende, ist das halt wie eine gleichzeitige Pflege. Nicht nur BB Cream, sondern auch noch Pflege. Das fand ich auch ganz cool. Die ist ein bisschen dunkel, aber sie ist schön. Sie hat einen schönen Glow mit drin und die, ja, gefällt mir einfach. Ne? Ist ein bisschen dunkel, aber geht klar. Als nächstes, ja, ich habe ein paar Foundations, ne? Habe ich hier von Bare Minerals die Original Puder Foundation in Medium Beige 12. Die ist mir persönlich ein bisschen zu dunkel und ich habe sie auch das letzte Mal ein bisschen falsch aufgetragen. Normalerweise macht man sich das Produkt in den Deckel rein, geht dann mit einem dafür geeigneten Pinsel in den Deckel, um das in den Pinsel einzuarbeiten. Am besten halt mit einem Kabuki, aber ich habe sowas nicht, weil ich mag eigentlich keine Kabukis. Und dann klopft man das ordentlich aus und arbeitet es vorsichtig ins Gesicht ein. Ne? Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Das war ein bisschen heftig von der Deckkraft her. Und ein bisschen dunkel. Ja, swatche ich jetzt hier mal tatsächlich. Und dann wirkt sie natürlich jetzt mit dem Finger zu swatchen, ist sowas immer ganz schwierig. Dann wirkt die halt ein bisschen fleckiger. Ist sie aber gar nicht. Die ist echt schön. Und die macht alles sehr, sehr ebenmäßig. Sehr, sehr smooth. Und die sieht auch klasse aus. Jetzt auf dem Hals sieht die nicht so klasse aus, wenn die mit dem Finger aufgetragen ist. Aber wenn man die richtige Technik mit dem Pinsel, und das habe ich nachher nach euren Empfehlungen so gemacht, wenn man das so verwendet, dann sieht alles viel angenehmer aus. Hat mir gut gefallen. Okay, dann habe ich hier von Sleek eine Cream-to-Powder Foundation, wo ich mir bis heute nicht sicher bin, ob das überhaupt mein Farbton ist. C2P02 ist hier die Farbe. Und die war mal in so einer Amazon Surprise Überraschungsgeschichte mit drin. Ich habe sie noch nie verwendet. So schaut sie aus. Ziemlich hell. Oh, jetzt habe ich sie auf der... Hat gut funktioniert. Ich habe sie auf der Bare Minerals geswatcht. Die hat ungefähr gar keine Abgabe gerade. Oder doch so ein bisschen. Ganz, ganz leicht. Also die könnte gut funktionieren, weil sie quasi verschwindet. Ne? Ich nehme ordentlich was mit dem Finger aus. Ich gehe da richtig, richtig krass rein. Und presst man das auch hier so hin. Doch jetzt erscheint ein bisschen was, ne? Hier der Swatch. Scheint zu passen. Muss ich mal verwenden. Von Benefit habe ich tatsächlich zwei Foundations. Da habe ich hier einmal die Hello Happy Flawless Brightening Foundation. Die habe ich in der Farbe 10 Milliliter 2. Genau, das ist diese hier. Die mit dem Smiley vorne drauf, das haben die ja immer. Die hatte ich mal als Probe, habe sie leer gemacht, fand sie klasse, habe sie mir nachgekauft, finde sie immer noch toll. Die ist sehr, sehr hell, also auch wieder eher eine Winterfoundation für mich. Ziemlich hell, aber sehr, sehr schön. Die macht auch viel Schönes. Also bei mir ist es auch so, dass die tatsächlich eine etwas höhere Deckkraft hat, um das mal so zu sagen. Also die ist eher so für Tage, wo ich geschminkt aussehen will, wo ich auch richtig Deckkraft mal brauche. Aber gleichzeitig hat sie immer noch dieses... Also sie macht alles flawless und ebenmäßig und so weiter. Flawless ist ebenmäßig, ne? Genau. Aber gleichzeitig hat sie auch so einen Glow. Sie ist nicht totmatt. Und das finde ich gut. Ich mag keine matten Foundation. Dann habe ich mir auch noch geholt die Soft Blur Foundation von Benefit in der Farbe 2. Nee, das ist Flawless Brightening. Flawless Brightening, Soft Blur. Ich habe gerade mich selber gefragt, ob es nicht vielleicht doch die gleiche wäre. Das hier ist sogar eine Full Size mit 30 Millilitern. Nee, Quatsch. Die Soft Blur, die hatte ich damals. Und die habe ich gekauft, weil die neu war, ne?
Genau, so ist das gewesen. So. Deswegen habe ich mir die auch in Full Size geholt. Mich gerade schon gewundert. Ja, die Verpackung ist gewöhnungsbedürftig von der Haptik her, würde ich mal so sagen. Ne? Das ist halt so ein Kasten. Extrem flüssig. Plastik pur. Und hat dann hier so einen Oschi. So einen niedlichen Oschi. Genau, so schaut sie aus. Ist halt, ja, ne? Ähnlicher Farbton, weil ist beides ja die gleiche Farbe. Es wäre jetzt verrückt, wenn das irgendwie unterschiedlich aussehen würde. Ist halt nur vom Finish her dann ein bisschen anders. Genau, gleicher Farbton. Bei der Brightening ist es dann tatsächlich so, dass du mehr Strahlkraft dadurch auch im Gesicht bekommst. Und bei der Soft Blur ist es dann wirklich eher so eine, ich werde gefotoshoppt Foundation. Ein paar haben wir noch. ja, dann habe ich hier von Lancôme Teint Idol Ultra Wear 24 Stunden Wear and Comfort Retouch Free 5 ml. Das war so ein Pröbchen, die habe ich mal bei so einer Douglas Bestellung mit dabei gehabt, ne? Wohin? Da. Ja, die ist auch sehr, 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 sehr deckend. Das habe ich auch, ich hatte mal eine Probe davon benutzt, genau. Die ist ziemlich deckend, aber auch wieder, dass du eine, upsala, schöne Strahlkraft ins Gesicht bekommst. Jetzt habe ich ein bisschen viel auf dem Finger. Aber es ist halt eher eine Sommerfoundation, weil die mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu sehr nachdunkelt, ein bisschen zu dunkel ist. Aber ich finde sie angenehm. Ne? Das ist halt wirklich, das ist richtig Deckkraft. Das ist richtig, richtig heftig Deckkraft. Ne? Aber schön. Also sowas kann ich mir auch schön vorstellen im Sommer, wenn du auf eine Hochzeit oder sowas gehst und halt den ganzen Tag perfekt aussehen willst, weil du, keine Ahnung, Trauzeugin bist oder sowas und jetzt nicht irgendwie dich ständig um dein Make-up kümmern willst, sondern dich mehr auf das Make-up von der Braut fixieren möchtest, sage ich mal, dann ist es eine gute Geschichte, weil du dann da einfach den ganzen Tag mit gut aussehen kannst. Hier habe ich dann noch die Touche Eclat All-in-One Glow Foundation von Yves Saint Laurent 5 ml. Auch die hatte ich in so einer 6 von 10 Geschichte von Douglas mit drin. Die hatte ich auch schon mal verwendet. Das ist wirklich eine Glow Foundation, die dir eine richtig schöne Strahlkraft gibt. Hier sind auch wieder 5 ml enthalten und das ist die Farbe Ivory B20. Die ist jetzt auch ein bisschen heller. Die kann ich jetzt tatsächlich auch im Winter tragen, hat aber auch eine schöne Deckkraft. Also das ist halt auch eine Foundation, die dir nicht nur Glow gibt und nicht nur den Hautton anpasst, sondern halt auch Deckkraft hat, ne? Was man ja manchmal auch ganz gut haben kann. Aber schaut dir mal diesen Glow an. Gefällt mir. Als nächstes habe ich von Dermacool, das ist auch so ein gehyptes Produkt, Make-up Cover. Ja, so ein Produkt, da sind 30 Gramm drin. Kann man auf Amazon auch kaufen und die fand ich total super, weil die macht dir Glow, die macht alles schön. Die ist wie eine richtig dicke Creme, das heißt, ne, die machst du dir einfach wie eine Creme aufs Gesicht. Du brauchst da kein Make-up-Schwämmchen oder so für und die blendet sich voll klasse in die Haut ein. Also die passt sich deiner Haut so toll an und die pflegt deine Haut auch voll. Guck dir das an. Also das ist eine 1A passende Geschichte und die hat einen schönen Glow mit dabei. Hat einen ganz komischen Hals, ne? Aber so sieht man es am besten. Genau, ja. Finde ich voll schön. Die mag ich auch sehr gerne. Muss ich echt mal öfters verwenden, weil wenn ich mir das auch angucke, ist die vom Farbton aktuell auch sehr, 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 sehr passend. Also, weil ich sie halt hier auf dem Hals auch gar nicht so wirklich sehe, ne? So, dann habe ich hier noch 3 Stück, die ich jetzt ganz neu gekauft habe und die ich jetzt auch gerade einfach nicht mehr swatchen kann. Und sie sind auch noch komplett verschlossen. Deswegen lasse ich sie jetzt einfach mal zu. Das sind diese 3 Schätze hier. Von Skin 79. Das sind koreanische Beauty-Produkte, die ich jetzt gerade ganz super gezeigt habe. Der eine war nämlich umgekehrt, so müssen die gezeigt werden. Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht unbedingt, was der Unterschied zwischen diesen 3 Produkten sein soll. Da muss ich mich noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Ist ein bisschen schade, ne? Aber die kann ich euch jetzt schlecht zeigen, weil sie sind halt noch komplett zu. Das macht jetzt keinen Sinn, sie jetzt komplett aufzumachen. Ich wollte mal eben was ausprobieren, ich meine, ne? Ich weiß nicht, normalerweise sind die Sachen ja alle schon ganz gut getrocknet. Ich das alles mal miteinander verreibe, wie das aussieht. Ob das vor allem aussieht. Geht klar, oder? Jetzt haben wir nämlich wieder eine neue Leinwand, dass ich da die Concealer drauf swatchen könnte. Das mache ich auch mal. Auch wenn ich jetzt natürlich hier Foundation drauf habe, aber wir machen da jetzt einfach Concealer drüber, ist okay, oder? Weil sonst müsste ich jetzt quasi noch extra mich neu waschen und so ein Kram. Nee, waschen ist doof. Ich habe nicht so viele
Concealer, weil ich einfach finde, dass viele Concealer einfach schlecht sind und sie deswegen dann recht schnell aussortiert habe. Ich fange einfach an mit einem, den ich sehr gut finde. Das ist der Instant Anti-Age Löscher in der Farbe 03 Fair von Maybelline. Den finde ich unfassbar gut. Das Einzige, was ich an dem zu bemängeln habe, ist dieser Applikator, Leute. Das ist echt furchtbar. Verstehe ich nicht, was das soll. Das ist so unhygienisch. Uah. Ne? Der ist toll. Der kriegt denn keine Falte. Der ist echt klasse. Kann ich super empfehlen. Und ja, der macht auch wirklich viel schön. Der ebnet dir alles soweit ein und macht eine schöne flawless Unteraugenpartie. Sam liegt jetzt gerade neben mir, weil er doch gerade sehr interessant fand, was Frauchen hier in diesem Zimmer die ganze Zeit wieder treibt. Von Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage kann ich absolut bestätigen. Also der ist wirklich ein sehr, sehr deckender. Farbe ist hier auch Vanilla, genauso wie bei der Foundation, weil ich das ja gemeinsam gekauft habe. Hier mag ich den Applikator auch sehr, sehr gerne. Es ist ein Füßchen. Füßchen finde ich toll. Der ist aber halt wirklich Vanilla, ne? Also wärmer, deutlich wärmer. Deckt aber auch sehr, sehr gut ab. Ich finde aber, dass der Maybelline etwas mehr zu mir passt, zu meinem Hautton. Weil man sieht es ja auch hier wieder, ne? Er verschwindet einfach viel mehr mit der Haut. Dann habe ich hier einen, den finde ich auch super, von Judith Williams, den Rich Concealer. Auch der hatte keine Farbe. Den fand ich aber auch sehr, sehr klasse. Auch der wieder mit so einem Puffelding, das halt echt unhygienisch ist. Man kann es einfach so schlecht dosieren. Und der kriegt hier nicht in die Fältchen. Der macht alles wirklich hübsch und der sieht echt klasse aus. Ist aber eher was für den Sommer bei mir, ne? Genau. Den hier finde ich richtig klasse. Den Essence Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Finde ich echt schön. 5 ml sind hier drin. Was ich interessant finde, ich habe keine Foundation von Essence und von Catrice. Muss ich gerade sagen. Das wusste ich gar nicht. Okay. Achso, hier habe ich die Farbe Light Ivory 10. Auch hier wieder. Oh, ich liebe diese Applikatoren. Der macht den Healthy Glow und ist sehr, sehr deckend. Ne? Also das ist ein sehr heller, aber sehr deckender und sehr deckender Concealer. Den kann man aber schön ausblenden. Also er wirkt auf dem Auge oder unter dem Auge nicht so extrem, wie er jetzt hier wirkt. Ne? Weil natürlich, ich habe den jetzt hier geswatcht, aber wenn ich den jetzt hier so auch ausblende, sieht man das auch, ne? Er verbindet sich halt schön mit der Haut und wird dann schon etwas heller, dunkler, anpassender. Von Kiko habe ich den Skin Tone Concealer. Das ist dieser hier. Das ist so ein ganz kleines Mini-Ding. Jedenfalls wirkt er so. Aber im Prinzip ist da genauso viel drin. Nee, auch nur 3,5 ml. Okay, interessant. Nee, das wusste ich nicht. Ja, in der Farbe 02 habe ich den. Auch das wieder ein sehr, sehr heller Ton. Und dieses Füßchen ist irgendwie ziemlich lang. Das ist sehr interessant. Das ist ein Füßchen. Ich mag Füßchen. Der ist auch wieder sehr hell. Aber der deckt nicht so ordentlich. Das muss ich auch sagen. Also im Gegensatz zu dem Healthy Glow Concealer von Essence würde ich den von Essence bevorzugen. Auch wenn der hier halt ein bisschen neutraler vom Unterton ist und dementsprechend mehr zu meiner Haut passen würde, ist der von Essence einfach ebenmäßiger. Ne? Der ist mehr flawless. Ja, aber kann man machen. In einer etwas ungewöhnlichen Verpackung kommt dieser Concealer daher und der ist auch ziemlich dunkel von Stila in der Farbe Beige 4. Das ist so ein Pöttchen, den habe ich beim DK Maxx gekauft und den verwende ich auch gerne im Alltag, weil ich dadurch halt jetzt nicht extrem aufgehellte Unteraugenpartien habe, sondern einfach bereinigte Unteraugenpartien. Also das benutze ich halt auch gerne dann, wenn ich im Büro sitze und halt vorher, wenn ich morgens aufwache und krasse Augenschatten habe, mache ich mit denen einfach ganz, ganz dezent drauf. Weil er einfach auch sehr, sehr passend ist. Wie du siehst, man sieht ihn nämlich nicht. Also der ist ziemlich dunkel. Es ist halt nichts, was dir jetzt irgendwie die untere Augenpartie aufhält, sondern es ist einfach etwas, was bei mir die Augenringe abdeckt. Ne? Das ist sehr passend. Ein Concealer, den wir immer mal wieder in Adventskalendern und so weiter drin hatten, ist von Hey Honey, der Trick and Treat Concealer, der hier Light to Medium ist. 8 ml sind hier enthalten. Und das ist so eine Tube. Und das ist auch sehr pflegend. Ne? Also der ist ein bisschen zu dunkel für mich, aber er ist halt sehr, sehr pflegend und dadurch sehr angenehm. Wobei der jetzt gerade hier auf der Haut gar nicht so dunkel aussieht. Ach schön, ne? Ich habe den jetzt über den von Stila gemacht. Das passiert mir heute gefühlt ständig. Na, das verfälscht das Ergebnis. Ja, aber der sieht ganz gut aus. Also doch, der dunkelt nach. Der dunkelt nach. Ja, das sieht man.
Der dunkelt voll nach. Das ist, glaube ich, das Problem bei dem, ne? Aber ich trage den sehr gerne. Also das ist halt auch keiner, der die jetzt die Augenpartie aufhält. Das sieht man, glaube ich, bei den Concealern, dass sie es gefühlt alle nicht so wirklich machen bei mir. Aber das brauche ich auch gar nicht. Dann habe ich hier einen aus dem Juster Adventskalender No Panda Cream Liquid Eye Concealer. Und der ist sehr, sehr deckend. Ich weiß gar nicht, in welcher Farbe der ist. 1,6 ml sind hier tatsächlich auch nur enthalten. Das ist so wenig Produkt da drin. Das ist der Hammer. Es ist noch weniger als bei dem Kiko. Und ja, ne? Den machen wir mal drauf. Der ist halt sehr, sehr deckend und aber trotzdem ordentlich. Der hat einen etwas gelberen Unterton als die Concealer, die ich normalerweise habe. Dann habe ich hier einen absoluter Sommer-Concealer, Dr. Pierre Rico Luminexpert. Das ist dieses 3-in-1 Augentreatment. Der ist super leicht, aber so schön. Der pflegt dir die untere Augenpartie und der ist echt klasse. Und ja, ist auch hier so flüssig. Und der ist halt auch wirklich, ne, du machst den drauf und der verschwindet direkt. Jedenfalls macht er das bei mir. Der hat ja auch nicht verschiedene Farben oder so und der ist einfach Hautton angleichend. Das heißt, leichte Augenschatten werden entsprechend minimiert und du siehst halt total ungeschminkt aus, wenn du den drauf hast. Und das finde ich super cool. Eine Hassliebe? Ich weiß es nicht. Manchmal creased er, manchmal nicht. Manchmal trocknet er meine untere Augenpartie aus, manchmal nicht. Er macht, was er will. Revolution Conceal and Hydrate, das ist der hier in der Farbe C3. Ich hatte den Conceal and Define gehabt, der mir dann auch irgendwann zu trocken wurde, weil ich bin ja auch nicht verjüngert. Ich werde ja älter mit der Zeit und brauche jetzt mittlerweile sehr viel Feuchtigkeit unter meinen Augen. Genau, das ist dieser hier, der ist sehr deckend. Aber ich finde den eigentlich, wenn er funktioniert, finde ich den sehr schön, ne? Und dann mag ich das auch sehr gerne und kann dann auch etwas krassere Augenschatten mal damit abdecken. Aber manchmal will der halt nicht, ne? Und dann siehst du aus wie, keine Ahnung, unter den Augen. Das ist dann auch blöd. Dann habe ich hier von Lilly Meets Lola im Adventskalender gehabt. Liquid Concealer, 6 ml sind hier enthalten. Und ich habe die Farbe Luise. Dann gucken wir mal, was Luise so drauf hat. Auch wieder etwas dunkler, also dementsprechend eher für den Sommer. Hat ein schönes Füßchen. Wobei, es geht, ne? Luise. Das geht klar. Den muss ich mal austesten, ne? Bisschen gelbstichig, aber den habe ich halt noch nie aufgetragen. Sieht ganz gut aus. Heute habe ich den Benefit Boeing Concealer das erste Mal getestet. Cakeless Concealer kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber pack dir eine derbe Augenpflege drunter. Denn ansonsten ist es so, wie es bei mir jetzt gerade ist, sehr, sehr faltig, sehr, sehr austrocknend. Ich habe den hier in der Farbe Medium. Ich habe mir hier die Mini-Größe geholt. 3 ml sind hier nur drin, weil wenn ich neue Produkte habe, habe ich es am liebsten, wenn es geht, dass ich mir die Mini-Variante hole. Und hey, guck mal, Luise und Boeing sind doch ziemlich ähnlich von der Farbe her. Ja, ne? Habe ich jetzt ja auch drauf. Hätte ich mir wahrscheinlich für den Winter etwas heller holen müssen, aber für den Sommer ist es genau passend. Dann habe ich hier noch einen, den ich super klasse toll finde. Habe ich auch letztens erst geholt. Stay Naked von Urban Decay Correcting Concealer. Das ist dieser hier. Den habe ich auch in einer sehr, sehr hellen Farbe. 10N10 oder so. 10NN, genau. Ja. Der macht auch eine schöne untere Augenpartie. Ist aber auch sehr, sehr hell. Ne? Weil sehr hell. 10NN halt. Das ist wirklich fast weiß. Aber die Foundation hast du ja auch eben schon gesehen. Das ist auch wie fast weiß. Wie eine Leinwand. Aber wie eine schöne Leinwand. Und der hat so ein Füßchen. So. Und das war's. Das waren tatsächlich meine Concealer. So viele sind es nicht, ne? Das geht auf jeden Fall klar. Und man sieht auch, was für eine unfassbare Farbrange ich habe. Aber mein Hautton verändert sich halt so extrem zwischen Sommer und Winter. Das ist wirklich bei mir enorm. Dementsprechend brauche ich auch so unterschiedliche Farben. Und ja. Bin aber sehr zufrieden mit dem, was ich so habe. Und die kommen jetzt alle auch in mein Projekt mit rein, dass ich ja auch, ne, Make-up, Fullface, wie auch immer, eine Reihe mache mit komplett durch die Sammlung durchtesten. Und das ist alles gerade ein bisschen merkwürdig, was ich erzähle. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine, wenn du mein letztes Video gesehen hast. Ich bin ein bisschen verplant gerade. Es ist 11 Uhr abends, Mann. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meiner Sammlung. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!